Servus und herzlich willkommen im Silberbach Harmonika Haus, Limex Center Oberpfalz. Groove-Paket, was steckt dahinter, was mache ich da, was meine ich? Ich erkläre es euch gleich. Ich habe ja vor über 4 Jahren mal 2 Multipatches rausgebracht, Multipatch 1, Multipatch 2. Auf dieser Grundlage habe ich 2 neue Patches erstellt, das Multipatch Groove 1 und Multipatch Groove 2. Was die Unterschiede sind, erkläre ich euch jetzt. Ich wähle nun mal ein Multipatch mit Groove aus. Dazu markiere ich den MP Groove Ordner, Multipatch Groove, und nehme das erste Patch. Ich habe die Szenen jetzt vorkonfiguriert, also eingestellt. Man kann diese Szenenauswahl ja jederzeit ändern. Also ist ja nur mal eine Vorgabe von mir. Wichtig ist, verpackt sind die 16 Sounds. Wie ich die kombiniere, bleibt mir völlig frei überlassen. Was habe ich auf der Szene 1 eingestellt? Zunächst mal die Gitarre, dann sieht man 2-mal Bariton und einen E-Bass. Der E-Bass ist zum Doppeln des Baritons da. Ich spiele mal kurz an. Würde ich den E-Bass rausnehmen, klingt es leer. Darum gibt man den E-Bass zum Doppeln rein. So, und ihr habt jetzt gemerkt, ich habe ein kurzes Bariton, wenn ich kurz spiele, und bei einem Basslauf ist es länger, wenn ich länger auf dem Knopf drauf bleibe. Wenn das jemand nicht will, kann er hier das lange Bariton rausnehmen. Jetzt habe ich einen Basslauf gespielt, aber das Bariton ist immer kurz. Möchte ich aber selber entscheiden, wie lange soll mein Bariton an welcher Stelle sein, kann ich das lange Bariton dazu aktivieren. Mit dem einzigen Nachteil, ich muss halt den Rhythmus immer kurz spielen. Aber dafür kann ich im Basslauf oder bei einem Basslauf den Ton länger halten. Also selber entscheiden, wie lang mein Bariton sein soll. Hier oben habe ich jetzt ein Akkordeon auf der rechten Seite. Und hier ist der Groove Sound. Ja, Szene 1. Jetzt gehe ich mal auf Szene 2. Jetzt sehe ich, habe ich hier nochmal einen E-Bass. Warum? Szene 2 habe ich jetzt für mich eingestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Walzer oder irgendwas spiele, ich will kein Bariton, sondern mit reinem E-Bass spielen. Aber warum 2 Bässe? Ganz einfach. Das sind die gleichen E-Bässe jetzt zwar, aber wenn ich den E-Bass Standalone spiele, mache ich den gerne ein bisschen lauter als wie zum Doppeln. Und da ich ja dieses Multipatch, also ich persönlich so nutze, wegen mir Szene 1 habe ich Bariton, Szene 2 einen reinen E-Bass. Jetzt müsste ich ja bei jedes Mal umschalten, wenn ich nur einen E-Bass hätte, bei diesen die Lautstärke verstellen. Also habe ich den 2-mal drauf und nehme diesen da zum Doppeln und diesen um Standalone, also nur E-Bass zu spielen. Gitarre ist klar, Akkordeon und Groove Sound. Ich kann jetzt jederzeit auch hergehen und kann sagen, nee, ich möchte aber jetzt einen Kontrabass haben. Also Kontrabass anstatt E-Bass kann ich nach Belieben auswählen, wie ich möchte. So, auf der Szene 3 habe ich wieder meinen Bariton-Bass wie auf der Szene 1, nur mit dem Unterschied, ich habe hier noch Trompete, Klarinette. Kann hier das Akkordeon dazugeben oder nicht, wie ich will. Und auf der Szene 3 habe ich den berühmten Schürzenjägerbass. Also wieder Groove Sound, E-Bass zum Doppeln, Gitarre und hier den Schürzenjäger Sound und habe gedacht, dann nehmen wir mal eine steirische dazu, die Schürzenjäger. Als Beispiel, was habe ich noch verpackt in dem Ganzen? Und zwar hier ein Akkordeon. Akkordeon Morino. Hier ist nur der 4 Fuß und der 16 Fuß drin. Warum habe ich den da mit reingepackt? Ganz einfach, viele haben ein 3-Chöriges oder 4-Chöriges Akkordeon mit Musette-Stimmung. Und wer mein Video mal angeschaut hat, die verschiedenen Register oder die 3-, 4- oder 5-Chörig, der weiß,
wenn ich ein dreichörig oder vierchörig Musett habe, dass ich entweder auf den Piccolo oder auf den Bassum verzichten muss. So, hat jetzt jemand zum Beispiel ein drei- oder vierchöriges Akkordeon, so kann er den einzelnen Sound, den Klarinett, den 8 Fuß nehmen und hier diesen Sound dazu schalten, 4 Fuß, 16 Fuß, und dadurch habe ich die Doppeloktavstimmung. Ich spiele sie mal kurz an. Also ich habe jetzt da ziehen müssen, darum hat es ein wenig gewackelt. Aber der mittlere, der Grundton kann über die Mikrofone und der hohe, der 4 Fuß und der 16 Fuß, der hohe und der tiefe Ton kam über MIDI. Also ich kann das jetzt frei kombinieren. Des Weiteren habe ich hier noch die Möglichkeit, ein Schlagzeug zuzuschalten. Hier ist ein komplettes Schlagzeug und hier habe ich nur die Bassdrum. Ich mache das manchmal in einem Bierzelt oder wenn viele junge Leute sind und dann sage ich, Mensch, in einem Bierzelt, junge Leute, ein wenig Partymucke, dann wenn ich da eine Bassdrum drauflege, schiebt das ein bisschen mehr. So ist vom Grundprinzip das Patch aufgebaut. Multipatch Groove 1, 0 bis 1, 15. Was ist jetzt der Unterschied? Von den ganzen Patches hier sind die Bässe immer gleich. Ich gehe jetzt mal Multipatch Groove 2, beginnt auch wieder von 0 bis 15. Ist jetzt das gleiche Patch wie die anderen oder wie das, was ich gerade vorgestellt habe, die gleichen Bässe. Der einzige Unterschied ist, der Unterschied liegt in der Gitarre. Aber was sind jetzt die Unterschiede, da wir ja 32 Patches haben? Ich habe 16 mit heller Gitarre und 16 mit dumpfer Gitarre. Die 16 sind jeweils gleich, nur der Gitarrensound unterscheidet sich. Und ich fange jetzt mal an mit Groove 1 mit Patch 1-0. Ich gehe mal auf Szene 2, dann hört man es besser. Wenn nur ein E-Bass da ist. Hier haben wir als Groove-Sound eine Alpengold-Musette. Also Doppeltremolo 888. Szene Patch 1-1 haben wir eine Zuban oder eine Zuban-Steirische als Groove Sound. Patch 1-2 haben wir ein Akkordeon, dreichörig wieder, 888 Fuß, aber mit einem stärkeren Tremolo. Moment, ich nehme mal wieder E-Bass, hört man es besser? Dann 1-3 habe ich den Groove Sound der Kreiner, auch wieder 3x8 Fuß. Moment, nehmen wir wieder E-Bass. Wieder anderer Groove Sound. Die 1-4 haben wir eine Alpina, auch wieder dreichörig. Also 1-5 haben wir wieder eine steirische als Groove Sound. Dann die 1-6 haben wir ein French Musette Akkordeon. Klingt wieder ganz anders, ist man eigentlich nicht gewohnt, aber mit Sicherheit für die ein oder anderen Lieder anwendbar und halt eine Abwechslung auch fürs Publikum oder fürs eigene Ohr. So, die 1-7, da haben wir ein Kreiner Akkordeon, aber nur einchörig. Also wenn jemand mit einem einchörigen Register begroovt oder shattert. Dann geht es weiter, 1-8, da haben wir ein Akkordeon zweichörig, also 2x8 Fuß. Also wenn ich mit einem zweichörigen Akkordeon
Schotter oder mit zweigehörigem Register. Dann geht es weiter mit der 1-9. Hier haben wir einen kleiner 16 Fuß, das heißt nur einhörig im tiefen Register. Den machen wir mal. Ja, kann man mal nehmen. Warum auch nicht? Dann geht es weiter mit 1-10. Da haben wir wieder ein Akkordeon. 8 und 16 Fuß. Also eine Oktavstimmung. Klingt auch wieder sehr interessant. Dann haben wir die Nummer 1-11. Hier haben wir wieder ein Akkordeon. 2x 8 Fuß und einen 4 Fuß, also einen Piccolo dazu. Es verleiht die höhere Note oder den höheren Sound beim Schettern zu die 2 8 Fuß, 1 4 Fuß. So, weiter geht's. 1-12. Da habe ich jetzt 2x 8 Fuß und einmal 16 Fuß. Typisch dabei bei einem vierchörigen Akkordeon, der Basson und die zwei, und einen, eine oder zwei Töne im 8 Fuß als eine Schwebung. Nehmen wir mal das. Jo, dann geht es weiter. Dann haben wir die Nummer 13. Hier habe ich ein Akkordeon 4 Fuß, also nur der Piccolo Sound. Die 1-14 ist dann Harmonika Spezial, heißt es. Wieder ein anderer Sound, wieder eine steirische Harmonika mal. So, und last but not least die Nummer 15. Hier haben wir ein Schweizer Örgeli. So, das sind jetzt praktisch von 0 bis 15 sind praktisch 16 verschiedene Groove Sounds, die sollten eigentlich für jedermann reichen. Von 0 bis 15. Und hier sind die gleichen Groove Sounds wieder von 0 bis, einschließlich 0 bis 15, die gleichen Sounds wieder nur mit der dumpferen Gitarre. Insgesamt sind es dann praktisch, da wir ja von 0 beginnen, 0 bis 31 sind 32 Patches. So, ihr habt gesehen, es waren eine Menge an Informationen, zwei Patches und irrsinnig viel Möglichkeiten. Grundsätzlich muss man sagen, die zwei Patches unterscheiden sich ja, ich wiederhole nochmal, Multipatch Groove 1 helle Gitarre, Multipatch Groove 2 dumpfe Gitarre, und die kann ich ja beliebig kombinieren mit der Vielzahl an Sounds. E-Bass, Kontrabass, Schürzenegger-Bass, Bariton kurz, Bariton lang und so weiter. Mit den verschiedenen Discount-Sounds und natürlich zwei Patches, aber trotzdem 32 Patches. Warum? Weil ich verschiedene Groove-Sounds, also Shatter-Sounds eingepflegt habe. Ich will jetzt da gar nicht mehr näher drauf eingehen, aber trotzdem mal zwei, drei Beispiele machen mit verschiedenen Groove Sounds. Fangen wir mal an. Ich nehme mal E-Bass, da hört man das Groove am schönsten. Eine ganz einfache Melodie, aber bitte mal einfach auf den Groove Sound hören. Ich tue das Akkordeon rechts einmal raus, nehme nur Natursound, dann hört man die im Bass und Schettern noch deutlicher. Das war jetzt Groove 1-0. Jetzt nehmen wir einfach mal weiter hinten noch eins. Das Vierer mit einem anderen Groove Sound. Das Akkordeon wieder raus. Nehmen wir mal 1-1.
6, ein French Akkordeon. Oder nehmen wir mal einfach weiter hinten. Ja, nehmen wir mal 1,15. Das wäre ja jetzt Schweizer Örgeli. Oder jetzt nehme ich mal Groove 2-11, da haben wir auch wieder ein anderes Akkordeon und die dumpfe Gitarre. Gehen wir wieder E-Bass. Ich kann natürlich hier wieder Trompete, Klarinette dazu mischen, Bariton und lass den Groove sound und kann kaum was anderes machen. Ja, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen anschaulich darstellen. 2 Patches, aber trotzdem 16 Patches oder 2x 16 Patches, da ich verschiedene Groove-Sounds eingepflegt habe. Dieses ganze Paket gibt es auf meiner Homepage in meinem Online-Shop zu erwerben. Schaut einfach mal drauf, www.harmonika-haus.de. Ganz wichtig, ich habe ja mehrere Patches, die zum Download bereitstehen und immer wieder kommt mal die Frage, Mensch, wie mache ich oder wie mache ich das, dass ich mein Patch auf meine SD-Karte bringe. Es kommt nach diesem Video in kürzer Zeit noch ein separates Video, wie man die Patches auf die SD-Karte kopiert. Vielleicht den ein oder anderen Trick, den ich dann noch verrate. Ich habe zwar diese Lernvideos drin, die Lernvideoreihe, da heißt es auch mal SD-Karte bearbeiten, wo ich das Ganze erkläre, aber im nächsten Video mal nur anhand von einem gekauften oder erworbenen Patch. Ja, solltet ihr Fragen haben, bitte meldet euch bei mir. Denkt dran, bitte gleich wieder auf Abonnieren klicken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ansonsten kann ich nur sagen, so eine Quetschen mit so Limex-Ausstattung, MPRX mit Groove, mit diesen verschiedenen Groove-Sounds, die Kombinationen daraus, ich sag's euch, hey, macht richtig Spaß. Servus!